Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Es ist mal wieder Zeit für einen Vlog. Ich habe am vergangenen Samstag die Kamera mit durch unseren Tag genommen und zeige euch in diesem Video einige Einblicke. Also dieses Video spiegelt natürlich nicht zu 100% diesen einen Tag wieder, aber es gibt eben einige Einblicke, wie zum Beispiel meine aktuelle Morgen- und Abendroutine im Bad, natürlich meine Morgenroutine mit meinen Sprossen, Grünkraut und grünen Gräsern in der Küche, dann einige Einblicke, was ich mit den Jungs so spiele und es gibt auch einige Einblicke, welche Bücher ich gerade lese, obwohl ich mich bei einem Buch zensiert habe. Ich habe da nochmal darüber eine Nacht geschlafen und gedacht, nein, dafür ist die Zeit noch nicht reif, das werde ich mal in einem anderen Video ansprechen. Jetzt geht's erstmal los. Nach dem Aufstehen begebe ich mich direkt ins Bad und dort beginnt meine kurze Morgenroutine. Aktuell bürste ich mir mit einer kleinen Gesichtsbürste die Gesichtshaut, um die Durchblutung der Gesichtshaut zu fördern. Danach putze ich mir mit einem besonderen Zahnpulver die Zähne. Das Zahnpulver Morgensonne, das habe ich auch erst kürzlich erworben. Dieses Zahnpulver ist von Lebenskraft pur und mit der von mir sehr geschätzten ganzheitlichen Zahnmedizinerin Dr. Karin Bender-Gonzer entwickelt. Die Karin hat auch einen YouTube-Kanal rund um die ganzheitliche Zahnmedizin und noch viele andere Themen. Ich verlinke euch ihren Kanal, folge dir selbst oben in den Infokarten. Ihr seht, ich habe auch keine normale Zahnbürste, das ist eine Bambuszahnbürste. Die wurde mir im letzten Jahr empfohlen. Also ich nutze ja eigentlich schon seit mehreren Jahren Bambuszahnbürsten. Der Nachteil war oft, dass die Borsten ein bisschen zu hart sind. Also ich bevorzuge wirklich Zahnbürsten mit weichen Borsten. Und diese Zahnbürste wurde mir empfohlen und sie hat weichere Borsten. Nachdem ich mir die Zähne geputzt habe, wasche ich mir das Gesicht, bürste meine Haare und dann bin ich schon im Bad fertig. Nach der Morgenroutine lüfte ich im Bad, in der Küche und im Wohnraum und danach widme ich mich mit viel Liebe und Achtsamkeit meinen Sprossen, meinem Grünkraut und den grünen Gräsern. Ihr seht, hier gibt es einen kleinen Tisch mit ganz vielen Sprossen. Auch in meinem Küchenregal stehen einige Anzuchtschalen mit verschiedenem Grünkraut, verschiedenen Gräsern. Die werden am Morgen gegossen bzw. mit Wasser besprüht. Hier werden die Sprossen auch noch mal teilweise gespült bzw. auch mit Wasser besprüht. Dazu verwende ich meine Wassersprühflasche, die habe ich auch schon in einigen Videos gezeigt. Damit kann man wunderbar Grünkraut und grüne Gräser, aber auch grünblättrige Sprossen besprühen, mit Wasser versorgen. Das, was ihr hier seht, ist zum Beispiel Mangold, also ich ziehe hier Mangold-Grünkraut, das entwickelt dann auch noch ein paar grüne Blättchen, auch wenn jetzt erstmal alles rot aussieht. Hier werden Zwiebelsprossen wachsen, man kann auch schon ein paar Keime erkennen. Hier weiter unten wächst Hafergras und das ist Raygras. Diesen Tipp habe ich von Bruno Weißbrot, der hat ja auch schon viel zum Thema Gras gemacht. Seine Webseite heißt auch Ist Gras und in irgendeinem E-Book von ihm habe ich eben vom Raygras gelesen. Allerdings verwendet er es eher draußen in der freien Natur, sieht es draußen aus. Mit Anzuchtschalen hat Bruno Weißbrot noch keine Erfahrung. Ich ziehe es seit letztem Jahr auch in Anzuchtschalen. Es geht auch ganz gut und ich bin auch gespannt, wie es diesen Winter weitergeht mit dem Raygras. Ich werde auf alle Fälle noch ein bisschen experimentieren. Und auch dieses Gras werde ich jetzt schön mit Wasser besprühen. Hier weiter oben wächst Gerste, dann sehr, sehr würziges, aromatisches Koriandergrün und dann hier mein geliebtes Sonnenblumenkerngrün. Weiter oben gibt es auch noch Gerste und auch ein sehr frisches Grün, sehr knackig, sehr schmackhaft, das ist das Erbsengrün. Welche Sprossen wachsen gerade bei mir in der Küche? Das sind Alfalfa-Sprossen. Hier gedeiht Kresse. Hier haben wir noch mehr Alfalfa-Sprossen. Hier in dieser Keimschale keimt schon fleißig der Rettich an. Daneben wächst Grünkraut. Ihr seht, die Keimfähigkeit ist nicht so hoch. Es gibt auch einige Saaten, die nicht
aktiviert wurden. Das waren auch Senfkörner, die ich irgendwo in einem Bioladen gekauft habe. Die waren nicht direkt für die Keimsaat ausgeschrieben, sondern eher als Gewürz. Und ihr seht, die Keimfähigkeit ist hierbei nicht so hoch. Hier links wachsen Radieschensprossen. In den Gläsern links seht ihr Sonnenblumenkerne. Die bereite ich vor für die Grünkrautanzucht. Daneben steht ein Glas mit Boxhornklee-Samen. Die sind jetzt auch schon 2 Tage angekeimt. Die könnte ich heute oder morgen essen. Und hier in diesem Glas tummeln sich schon junge Brokkolisprossen. Die dürfen noch ein bisschen wachsen und grüne Blättchen ausbilden. Und in dieser Keimschale wachsen Rotkohlsprossen. Die sind auch schon fertig und können heute gegessen werden. Auf der anderen Seite meines Regals seht ihr Vorräte bzw. auch frische Kost. Hier oben gibt es einige Gläser mit Trockenfrüchten, Datteln, Feigen, getrockneten Tomaten, aber auch ein großes Glas voll Rohkostcracker. Hier habe ich meine Mikroalgen, Chlorella und Spirulina. Hier in diesen Dosen befindet sich noch ein bisschen Weihnachtsgebäck, Plätzchen und Lebkuchen. Und hier auch einige Energiebällchen für meine Jungs. Gibt es Erdbeerkokos, Kokos, Pistazie, Schoko. Dann noch einige gedörrte Sachen, wie zum Beispiel, das sind gedörrte Champignons. Daraus mixe ich mir noch ein Pilzpulver. Dann haben wir hinten panierte Zwiebeln. Also hinten gibt es noch einige gedörrte Sachen. Ich muss selber mal schauen. Fruchtleder, dann Papayakerne getrocknet. Dann habe ich hier noch eine herzhafte Mischung angekeimte Sonnenblumenkerne. Die dörre ich mit ein bisschen Sojasauce und Hefeflocken. So ein würziger, herzhafter Snack. Das ist schon Pilzpulver, das habe ich schon gemahlen. Hier weiter hinten Topinambur-Chips, dann oben drüber ein Glas mit so Müsli-Riegel mit Haferflocken, Datteln und Mandeln. Hier gibt es noch ein paar Topinambur-Chips und daneben so ein Sesam-Dattel-Snack, also ein süßer Snack. Also ihr seht, ich bereite gern zu und es gibt eine große Vielfalt an gedörrten oder getrockneten Lebensmitteln. Das ist unser Obstkorb mit regionalen Birnen, Äpfeln. Hier gibt es noch ein bisschen Zitronen, Limette und Granatäpfel. Die haben wir bei Jurassic Fruit bestellt. Die Granatäpfel haben ja so bis Februar, März Saison. Und mein Ältester liebt Granatäpfel. Da bestelle ich ab und zu bei Jurassic Fruit Granatäpfel. Hier haben wir noch ein paar Bananen und hier eine tolle regionale Frucht, Hagebutten. Die sind nicht zu süß und enthalten ganz viel Vitamin C. Also die beste Vitamin C-haltige Frucht hier in dieser Region. Noch ein bisschen Paprika und hier gibt es einiges an Gemüse, Weißkohl, für einen Kürbis, für Kürbissuppe, dann noch ein bisschen Kartoffeln, Möhren, Pastinaken, rote Beete. Das ist jetzt alles hier in diesen Tüten. Haben wir noch ein bisschen Knoblauch und das ist Peperoni, also so scharfe Schoten. Die hat mir eine Freundin mitgebracht, die sind getrocknet. Die hat sie in ihrem eigenen Garten gezogen. Nach dem Sprossenspülen setze ich mich noch ein bisschen an meinen Apple und beantworte noch ein paar Nachrichten. Und wenn ich meinen Apple hochfahre, dann habe ich hier ein wundervolles Bild, was mich immer an eine sehr schöne Zeit erinnern lässt. Das hier, was ihr seht, ist La Palma, eine wundervolle, friedliche Insel. Und auf diese Insel will ich auf alle Fälle irgendwann mal zurück. Und es ist immer schön, dann am Morgen dieses schöne Bild zu sehen. Ich habe hier ein ganz tolles Programm für Sprachnachrichten. Damit beantworte ich so Mails oder Anfragen, die ich bekomme. Ich kann zwar auch im 10-Finger-System relativ schnell schreiben, aber in eine Sprachnachricht kann man doch ein bisschen mehr packen und es ist einfach persönlicher. Dann geht man hier einfach auf Aufnahme und dann läuft hier die Zeit. Da kann man einfach eine Nachricht sprechen. Dann geht man, wenn man fertig ist, auf Stopp und dann kann man hier auf Senden drücken. Das ist ja jetzt eine ganz kurze Nachricht, das geht relativ schnell. Dann hat man hier so einen Link, den kann man kopieren und den einfach in die Mails setzen. Und da können die Anfragen einfach ganz schnell beantwortet und dann auch ganz schnell von dem Fragensteller, von der Fragenstellerin abgehört werden. Ich werde jetzt damit einige Nachrichten beantworten, einige Fragen beantworten. Heute Nacht kam nochmal eine Frage rein zur Darmreinigung und meine Erfahrung damit. Und das werde ich jetzt beantworten. Hallo liebe Erika, vielen Dank für deine Nachricht. Auch nochmal herzlichen Dank für die Ausführungen bezüglich von Dr. Mutter. Und du hast mich ja jetzt gefragt, welche Erfahrung ich mit Darmreinigung habe. Und da möchte ich dir das jetzt einfach mal kurz
beschreiben, wann ich gestartet bin, welche Arten von Darmreinigung ich schon praktiziert habe. Ich habe jetzt einige Nachrichten per Sprachnachricht beantwortet und jetzt bin ich gerade bei YouTube und ich habe ja gestern ein Foodiary veröffentlicht, mein erstes Video 2019 und da sind viele Kommentare reingekommen, einige habe ich schon gestern beantwortet und ich werde mich jetzt erstmal daran machen, die restlichen Kommentare zu beantworten. Ah ja, ich wollte euch ja noch was zeigen. Ich habe heute mein E-Book-Cover bekommen für mein drittes E-Book, Dürren leicht gemacht. Das wollte ich euch unbedingt mal zeigen. So, das wird es sein. Dürren leicht gemacht, so mit den besten Rezepten der letzten Jahre, die sich bei uns auch bewährt haben. Vor allem für meine Jungs, ihr seht, da ist auch ein bisschen Fruchtleder dabei, Pizza, Cracker, Lebkuchen. Das sind wirklich so sehr bewährte Rezepte, die ich gern für meine Freunde, aber eben auch für meine Jungs zubereite. Das gibt es dann auch so in Buchform. Muss ich auch gleich mal schauen. Ich glaube, das ist das hier. Genau. So wird das Cover dann aussehen. So wird es dann auch auf meiner Webseite zu sehen sein. Für die Jungs gab es nach dem Aufstehen wieder ihren grünen Saftkomplex. Das habe ich ja auch schon im Foodiary gezeigt. Das Video verlinke ich euch nochmal oben in den Infokarten, wer es noch nicht gesehen hat. Mein Jüngster hat sich geröstetes Brot mit Honigbutter gewünscht. Mein Ältester hat ein paar Passionsfrüchte gegessen und jetzt gibt es für ihn noch einen selbstgebackenen Schokokuchen. Der ist glutenfrei mit glutenfreien Haferflocken und Hirseflocken. Der ist auch nur mit Dattelzucker gesüßt und unter anderem auch mit Apfelmus ein bisschen gesüßt, beziehungsweise kommt dadurch eben auch eine Saftigkeit des Kuchens zustande. Also meine Jungs sind sehr, sehr begeistert. Wir haben seit circa einem Jahr ein Trampolin bei uns. Das steht normalerweise bei unserem Mitbewohner im Zimmer. Ich habe mir das gerade rübergeholt, weil ich hier einfach noch ein bisschen hüpfen möchte. Wir hatten lange Zeit ein eher günstiges Trampolin. Das ist dann vor 2-3 Monaten kaputt gegangen. Und dann haben wir uns mal wirklich ein besonderes oder preisintensiveres Trampolin gegönnt, nämlich ein Belikon. Und das ist gleich ein ganz anderes Springen. Das ist nochmal eine ganz, ganz andere Qualität und auch viel gesünder für den Körper und für das Wohlbefinden. Und gerade weil ich eben auch viel sitzend verbringe, ist es immer ganz schön, zwischendurch immer mal aufs Trampolin zu gehen, auch für meine Kinder. Gerade im Winter sind wir nicht so viel draußen wie im Sommer oder im Frühling oder im Herbst. Und dann ist es ganz gut, wenn man zwischendrin einfach mal ein bisschen auf dem Trampolin springen kann. Zu meinen Lieblingskräftigungsübungen ist seit ein paar Monaten eine neue Übung dazugekommen, nämlich Klimmzüge. Wir haben so eine Klimmzugstange, die kann man so in die Tür einhängen, wie ihr seht. Und noch im September konnte ich überhaupt keinen einzigen Klimmzug. Im Oktober habe ich mich dann langsam herangewagt und habe das in den letzten Wochen, Monaten immer wieder geübt, geübt, geübt. Und mittlerweile ist es so, dass ich innerhalb von 3 Minuten, dann springe ich auf den Trampolin und kann dann 15 Klimmzüge machen, also 3 richtig von unten. Und dann mache ich dann immer noch 4 solche halben, wie ihr seht. Und dann mache ich bis zu 15 Klimmzüge am Tag. Das ist unglaublich, wenn ich noch bedenke, dass es im September überhaupt nicht funktioniert und ich in der Stange hing. Und es macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß, Klimmzüge zu praktizieren. Wir haben jetzt noch einen längeren Spaziergang gemacht und waren gleich nochmal bei uns im Bioladen und haben uns ein bisschen mit frischer Kost und anderen Nahrungsmitteln versorgt. Unsere Biokiste hat diese Woche noch Betriebsferien. Nächste Woche geht es wieder los, dann werden wir wieder mit frischer regionaler Kost versorgt. Was haben wir heute mitgenommen? Hier seht ihr Lauch, dann frischen Postelein, Feldsalat, Äpfel, Topaz-Äpfel sind das, Zitronen, dann Rosenkohl hier in der Tüte befinden sich, mehlig kochende Kartoffeln. Die Jungs haben sich wieder Kartoffelbrei gewünscht und diese Tüte hier, die hat der Silas gepackt, diese Tüte, und die ist voll mit diesen Knollen. Das sind Topinambur-Knollen. Silas hat alles mitgenommen, was er da gesehen hat. Er liebt diese Knolle allerdings in gedörrter Form. In meinem letzten Video, dem Foodiary, seht ihr auch, wie diese Topinambur-Chips aussehen. Dann hat Silas noch eingepackt
Rote Grütze, frisch und fruchtig, das gibt es nicht so oft. Heute ist es mal wieder im Einkaufskorb gelandet. Dann habe ich Apfelessig mitgenommen. Das verwende ich allerdings nicht als Lebensmittel, sondern als Spülung für meine Haare. Dann schwach entölten Kakao für den Schokokuchen, den ich euch heute schon in diesem Video gezeigt habe. Dann noch so ein Knabbersnack, den haben meine Jungs sich gewünscht. Kürzlich hat die Oma diesen Knabbersnack das erste Mal mitgebracht und er hat meinen Jungs so gut geschmeckt. Da haben sie sich dann diesen Snack nochmal gewünscht. Silas hat noch zwei Bate-Vulkane eingepackt für sich und seinen Bruder. Dann haben wir noch ein paar vegane Süßigkeiten. Eine Kokosmilchschokolade vegan, die schmeckt meinen Jungs sehr, sehr gut. Und unsere absolute Lieblingsschokolade Nukao, die Sorten Haselnuss und Cashew-Vanille. Wir haben seit Weihnachten einen kleinen neuen Mitbewohner, einen kleinen Roboter. Den hat sich mein Jüngster und dann auch mein Großer schon lange gewünscht. Den haben sie zu Weihnachten von ihrem Papa und ihren Großeltern bekommen. Er heißt Anki Cosmo. Ist er gerade aufgewacht? Und den Anki Cosmo, den kann man über ein Tablet oder ein Smartphone steuern. Und dann fängt er auch an zu sprechen. Und der Simon, der hat auch eine ganz kurze Geschichte eingespeichert. Der erzählt ein ganz kurzes Märchen. Ja, die Jungs beschäftigen sich gerade ganz viel mit Cosmo, was er alles so kann. Da gibt es so ganz verschiedene Möglichkeiten. Die Jungs haben ja in ihrem Zimmer ein E-Piano stehen und der Simon, der spielt gern kleine Melodien. Meine Jungs spielen jetzt Ovare und während sie das tun, genehmige ich mir etwas Köstliches. Ich habe gerade das Wasser zweier frischer Kokosnüsse mit etwas Spirulina und Chlorella-Pulver gemixt. Dann entsteht ein wunderbarer cremiger Schaum. Den löffel ich jetzt und den Rest trinke ich dann einfach mit Genuss. Da entsteht ein wunderbarer, cremiger, süßlicher Schaum. Meine Jungs gucken ein bisschen komisch, die mögen das überhaupt nicht. So Jungs, ihr könnt das Spiel starten. Ich hatte ja schon erwähnt, das heißt Ovare. Das habe ich mir 2002 aus Ghana mitgebracht. Gesundheit. Das ist per Hand hergestellt worden. Das ist Handarbeit und das ist so eine Art Strategiespiel. Das Ziel dieses Spiels ist es, wer die meisten dieser
Steinchen, eigentlich sind es ja so eher sowas wie Hülsenfrüchte, wer die meisten dieser Steinchen für sich gewinnen kann. Oh, das war jetzt nicht so strategisch. Das Spiel ist aus und gewonnen hat Sila. Ich spiele jetzt mit meinem Ältesten ein Spiel, Variablo. Das ist noch ein Spiel aus meiner Kindheit. Das ist bestimmt schon 30, 35 Jahre alt. Auch ein Strategiespiel. Das geht darum, dass jeder sich Farben aussucht. Man kann drei gleiche Farben nehmen, zwei gleiche Farben und eine andere Farbe oder drei verschiedene Farben. Dann stellt man diese Farben hier auf, deckt diese mit diesem Kärtchen ab. Simon hat das schon so gemacht. Und dann muss der andere Spieler raten, welche Farben hinter dem Kärtchen sich befinden. Und dann wird man bewertet mit diesen schwarzen und weißen Männchen. Und ja, es macht auf alle Fälle ganz viel Spaß. Man muss manchmal ganz schön knobeln. Und Simon hat seine Farben jetzt schon aufgestellt. Ich werde jetzt auch meine Farben aussuchen. Das sind meine Farben und decke das Ganze jetzt ab. Simon hat jetzt drei Farben gesetzt. Eine Farbe davon ist richtig, steht aber nicht an der richtigen Stelle. Also ist meine Bewertung jetzt, Simon hat es mir schon rausgegeben, ein weißes. Ich habe mich jetzt bei Simon erstmal für Rot, Blau und Grau entschieden. Oh, zwei schwarze, das heißt, ich habe zwei Farben richtig und die stehen sogar an der richtigen Stelle. Das Gesicht gerade von Simon. Ich habe jetzt ein bisschen überlegen müssen. Und habe jetzt mich für Grau entschieden, dass Grau auf alle Fälle richtig ist und Blau und Braun. Und ich habe alles richtig. Simon, schau mal, wo du Grau schon stehen hattest. Das hast du schon mal an der gleichen Stelle stehen gehabt und es war kein Schwarz dabei. Also könnte es vermutlich Grau nicht sein. Juhu! Zur Strafe muss das hier austrinken. Oh, das trinke ich doch gerne aus. Lecker. Heute habe ich mal wieder mal einen leckeren, rohveganen Apfelstrudel gemacht. Ich esse ja Obst am liebsten mono, also nur Äpfel oder nur Birnen oder auch mal ein bisschen Hagebutte. Also aktuell esse ich sehr viel regionales Obst und heute hatte ich mal wieder Lust auf einen rohveganen Apfelstrudel. Die Füllung besteht aus geriebenen Äpfeln, einer zerdrückten Banane, ein paar grüne Rosinen ohne Öl, Vanille, Zimt und etwas Zitronensaft. Wir haben schon seit 4-5 Jahren keinen Fernseher mehr, wir schauen also kein TV, ab und zu mal eine DVD aus der Bibliothek. Wir verbringen den Abend gern zusammen in einem Raum, wir befinden uns auch zu dritt hier in unserem Wohnraum. Der Silas sitzt hinten auf dem Sofa und schaut sich gerade ein Video, meistens Musikvideos oder YouTube-Kanäle, die neue technische Errungenschaften vorstellen oder auch Outdoor-Videos oder auch Kanäle, die Computerspiele spielen, also sogenannte Let's Player. Mein Simon, der Älteste, sitzt hier gerade auch am Schreibtisch und spielt mit einem Freund ein Computerspiel. Und ich sitze hier vor meinem MacBook. Ich habe gerade auf YouTube den Kanal von Frank Stoner geöffnet. Er hat heute ein neues Video hochgeladen, die arabischen Eroberungen und die Erfindung des Islam. Frank Stoner wird auch liebevoll als Märchenonkel bezeichnet. Er kann wunderbar verschiedene geschichtliche Aspekte in Zusammenhang bringen, eine Geschichte draus machen und ich höre ihm wirklich immer sehr, sehr gern zu. Da gibt es zum Beispiel auch ein Video, der Mythos des dunklen Mittelalters, das habe ich letztes Jahr gesehen. Also ich habe den Kanal auch erst Ende letzten Jahres oder im September entdeckt und schon sehr, sehr interessante Informationen bekommen. Man muss ja auch nicht immer mit allem in Resonanz gehen. Ich höre mir das einfach neutral an und wenn mich das Thema interessiert, dann fange ich mich ein bisschen tiefer damit an zu beschäftigen und komme manchmal auch zu ganz anderen Erkenntnissen. Das erste Video, was ich von diesem Kanal geschaut habe, war das okkulte Netz um Rosemary's Baby.
Das Video geht über eine Stunde, aber wirklich sehr, sehr interessante Informationen. Ich habe mich teilweise auch selber schon vor ein paar Jahren mit einigen Aspekten aus diesem Video beschäftigt. Also sehr, sehr interessant. Wer sich für verschiedene Themen interessiert, der kann ja auf alle Fälle mal bei Frank Stoner reinschauen. Auch die Weltschmiede der Fabian Society, auch sehr, sehr interessant. Nochmal so ganz andere Aspekte. Also wer einfach gerne jemanden zuhört beim Denken und Spekulieren und eventuell Zusammenhänge sehen, der ist auf diesem Kanal richtig. Während ich mir heute den Vortrag angehört habe, war ich wieder fleißig in der Küche. Ich habe wieder Spitzbuben zubereitet. Das Rezept habe ich auch im Dezember hier auf diesem Kanal veröffentlicht. Das sind die Lieblingskekse, roh vegan natürlich, von meinem Jüngsten. Deswegen habe ich die auch über die Weihnachtszeit hinaus jetzt nochmal zubereitet. Ich verlinke euch das Rezept oben in den Infokarten. Die werde ich ca. 4-6 Stunden dürren und dann bereite ich noch eine Marmelade selber zu aus 3 Zutaten und dann stelle ich die Spitzbuben für meinen Jüngsten her. Neben den Spitzbuben habe ich heute für meinen Ältesten seinen veganen Lieblingsgulasch gekocht. Das ist Linsengulasch mit Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln, Knoblauch, Linsen, Tomatenmark, Senf und da ist auch ein bisschen Räuchertofu dabei und gefrorene Kräuter. Der Eintopf schmeckt am besten, wenn er über Nacht durchziehen kann und ich schätze, dass mein Ältester diesen Eintopf oder diesen Gulasch morgen mit Freuden essen wird. Wer sich vielleicht über das Geräusch bei den vorherigen Aufnahmen gewundert hat, als ich die Spitzbuben und den Eintopf gezeigt habe, hier steht unser Destilliergerät. Wir destillieren gerade wieder Wasser und der Destillierer macht eben diese Geräusche. Ich lese seit mindestens 35 Jahren unglaublich gern. Ich habe schon viele hunderte, wenn nicht über 1000 Bücher zu den verschiedensten Themen gelesen. Und ich lese auch manchmal bis zu 5 Bücher gleichzeitig. Und ich will euch mal ganz kurz einen Einblick geben, welche Themen mich aktuell gerade ein bisschen beschäftigen, über welche Themen ich gerade Bücher lese. Das habe ich erst kürzlich begonnen. Eine neue Erde von Eckhart Tolle. Ich hatte ja kürzlich am 31.12. ein Video veröffentlicht. Da ging es unter anderem auch, ob mein Kanal weiter besteht. Und da wurde mir zweimal dieses Buch empfohlen. Ich hatte es schon in meinem Bücherschrank stehen, aber noch nicht angefangen. Und durch diese Kommentare war ich jetzt sehr motiviert, habe schon ein bisschen reingelesen, sehr interessant. Es geht um das Erwachen des menschlichen Bewusstseins und um den Kern des Egos. Also ich glaube, da sind viele hilfreiche Tipps dabei, um das Leben zu meistern, um einfach auch bewusst ins Leben einzutauchen. Dann hier noch ein sehr interessantes Thema, Freilernen, die ganze Welt als Klassenzimmer. Da gibt es auch schon 2 Videos zu diesem Thema. Da habe ich die Line von der Wildnisfamilie interviewt, da haben wir ein bisschen über das Freilernen gesprochen. Und ich lese auch sehr gern Bücher dazu, auch interessante Einblicke. Dieses Buch lese ich aktuell vor allem dann, wenn ich mal mit der Straßenbahn unterwegs bin. Dann hier eines meiner Lieblingsbücher, Gesunde Menschen, Band 2. Einige Texte, Artikel von Professor Arnold Ehret. Ich praktiziere ja aktuell die schleimfreie, die schleimarme Heilkost. Und in dieser Zeit lese ich natürlich auch immer gern in seinen Schriften. Dann habe ich hier noch ein Buch von Hans-Werner Sinn, Das grüne Paradoxon. Das wurde mir mal empfohlen, ein Plädoyer für eine illusionsfreie Klimapolitik. Er beleuchtet als Ökonom die Klimapolitik der letzten Jahre. Auch sehr interessante Fakten, eine sehr interessante Sichtweise. Im Bad gibt es dann am Ende des Tages eine kurze Abendroutine. Ihr seht hier wieder meine Bambuszahnbürste und ein Zahnpulver für den Abend. Diesmal heißt es Abendhimmel, auch wieder von Lebenskraft pur, in Zusammenarbeit mit Dr. Karin Bender-Gonsa. Also Zähne putzen, Gesicht waschen, Haare bürsten und dann bin ich bereit, um ins Traumland hinabzusinken. Ihr seht, ich habe das 5. Buch am Ende des Videos zensiert und habe auch die Ausführungen, meine Ausführungen zu diesem Buch wieder herausgenommen. Das heißt nicht, dass ich mich nie wieder zu diesem Thema äußern werde. Ich habe mich jetzt einfach nur entschieden, dass es für diesen Vlog einfach nicht passend ist und ich werde mich schätzungsweise im Laufe dieses Jahres in einem anderen Video nochmal dazu äußern. Das ist ein sehr polarisierendes Thema, ein sehr belastendes Thema und ich sage nur so viel dazu. Ich habe kürzlich im
Internet einen Spruch gefunden, der da für mich sehr passend ist. Die Wahrheit läuft nicht im Fernsehen. Sie kostet Eigeninitiative, Recherche, Zeit und Emotion. Das passt für mich genau auf dieses Thema, eigentlich auch auf viele andere Themen, mit denen ich mich so im Privaten beschäftige, was ich eben nicht so nach außen trage. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Wenn ihr mehr solche Videos sehen möchtet, beziehungsweise regelmäßig solche Videos weiterhin sehen möchtet, dann gebt mir gerne einen Daumen dafür nach oben. Hinterlasst mir auch gerne eure Kommentare, eure Gedanken zu diesem Vlog unter diesem Video. Ich wünsche euch jetzt alles Liebe, alles Gute, bis ganz bald. Eure Silke.